Willkommen zurück zur zweiten Map, die Marker gegen Zugeliang, aufwandiger Shipyard. Es war die richtige Map, der Admin musste hier also nicht eingreifen. Hoffen wir natürlich auf faire Spiele und dass die Admins einen möglichst einfachen Job haben. Keine Technikaussetzer, das war natürlich ärgerlich. Auf Offline-Events ist das natürlich auch immer so eine Tücke. Aber genug dessen, freuen wir uns über ein weiteres Zerg Mirror Match in der linken unteren Ecke von Team MTB, die Marker. Und in der rechten Ecke den finnischen Zerg-Spieler Zugeliang. Wie auch immer man das richtig aussprechen mag, ist jetzt glaube ich nicht der urfinnische Name. Zum Spieler selber kann ich jetzt nicht wirklich was verraten, muss ich sagen. Diesmal mit dem 14er Pool, während die Maga sich die Hedge First entscheidet bei 15. Auch das sollte passen. Allgemein, wenn man den Pool halt ein bisschen später baut, ist es an sich kein Problem. Man sollte halt nur rechtzeitig mit dem Pool da sein. Also wenn du Hedge First spielst gegen den Six Pool, ist dann schon wieder schwierig. Aber in dem Fall passt, dadurch, dass Zugeliang natürlich selbst die Hedge resetzt, keinen All-In spielt. All-In natürlich auch auf Two-Base möglich, aber nicht, dass ihr das zuvor auf Cloud Kingdom gespielt hat, mit vielen Dingen. Sagen, Blei hat da ein paar nette Builds, aber Blei ist ja an sich ein Spieler, der darauf steht, von früh auf Dampf zu machen. Keiner der Spieler bisher mit Gas, da hat man jetzt erst den Extractor fertig. Diesmal ist es sogar Zugeliang, der hier früher Gas meint als die Maga. Kleiner Unterschied dazu. Vielleicht kleine Vorteile für den Ukrainer durch die frühere Hatchery. Auch früher seine doppelten Queens, früher mehr Larven und überhaupt. Mit seiner Queen deutlich später hier. Hat man auch häufig Building Order Wins im ZVZ. Das stimmt soweit. Es ist ein Matchup, was viele nicht gerne spielen, was auf der anderen Seite sich viele nicht gerne anschauen. Aber natürlich gibt es auch da Spieler, die sich so ein bisschen hervortun. In Deutschland zum Beispiel Delphi, der durchaus gerne ZVZ spielt und damit auch sehr, sehr erfolgreich ist. Gerade im ZVZ natürlich auch sehr microintensiv. Also wie er schon mal versucht hat, mit Banelingen da sich auszulassen, Banelingen und Zerglinge, der weiß, wie schnell das eigentlich geht und wie schwierig das ist. Man braucht eine verdammt gute Mausführung. Aber die Mage ist der Erste wieder mit seinem Banelingness. Ich muss ja sagen, also ich habe ja durchaus mal jede Rasse auch angespielt und im Zuge dieser Custom-Map, beziehungsweise dieser Custom-Map-Reihe mit diesem StarCraft 2 Meister, nicht da an den Banelingen probiert und ich muss sagen, es war schon wirklich super knifflig, wenn man nicht gerade Main-Race-Zerg-Spieler ist, aber ich glaube, selbst dann ist es nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Hingekriegt habe ich es dann irgendwann, aber da muss man halt auch erstmal staunen, wenn man darin nicht geübt ist, Zergling, Baneling, Micro. Ein falscher Klick und wirklich jede Menge Einheiten gehen den Bach runter. Holt sich auch noch den Roachron als Ergänzung, was ich sehr interessant finde. Also so ein Roachron ist meistens eine Tendenz für ein etwas längeres Spiel, hat aber hier mit 41 Drohnen doch schon einen guten Vorsprung, muss man sagen. Ja, all das eben durch die Queens auch mitbedingt. Bisher kaum Einheiten gestorben. Aber wir sehen, dass das dürfte jetzt gleich die 50. Mineralie sein erst, die er verliert. Also krass, wie er hier scouten kann. Krass, auch die Maga natürlich, so ein typischer Makro-Zerg-Spieler, wie der sich hier schon absetzt, ohne dass es da überhaupt zum Fight kommt. Dritte Basis sogar schon für ihn. Die Banelinge also eher defensiv eingesetzt. Mit den Roaches dann natürlich eine super Ergänzung.
Das meine ich, das meine ich. Einen Bruchteil einer Sekunde nicht aufgepasst und dann verliert er einen riesigen Schwall an Säugling. Und das erlaubt die Maga natürlich, jetzt in die andere Richtung zu laufen. Er würde ihn hier nicht killen können mit den paar Lingen, aber zumindest erstmal den Weg weisen, wo er hier hingehört. Ärgerlich war das definitiv. Die Maga investiert jetzt in Gebäude rein, weiß natürlich, er ist vorne zur Zeit, weiß, hier steht keine dritte Basis, dafür steht der Overlord da. So, Geleang selbst weiß hier gar nichts, was die Maga hat. Sieht hier nur Roaches, sieht Vaining. Roaches natürlich super unempfindlich gegen Vaines. Sind da eigentlich ein super Konter. Als Armored Unit fressen die kaum Schaden, sind als Range Unit noch in der Lage, diese rauszufokussen. Sehen jetzt den Leertag von So Geleang. Aber es wird schwierig, das jetzt zu halten, was von die Maga hier kommt. Weil wenn die Roaches vorne stehen, die Linge da gut um die gegnerischen Banes rummanövriert werden und die eigenen Banes im Ziel landen, dann ist das ganz, ganz hässlich. Er schickt hier die Bane-Linge voran. Die ersten zwei, die nehmen fast die kompletten gegnerischen aus dem Weg. Für den Rest hat er hier nochmal die Roaches. Das heißt, fast alle Bane-Linge kommen hier durch. Und dadurch haben wir nur noch Linge und nur noch Drohnen. Und die Maga ist drin. Damit ist es dann auch schon GG. Spart hier nicht an dem zweiten. 2-0. Die Maga.